Jo Leute, was geht ab? Mukka hier wieder am Start und ja, heute ist kein Vlog. Nein, wir sind aber trotzdem in meinem Zimmer und zwar geht es heute um eine neue Serie. Viele von euch haben mich schon mal angeschrieben, hey, was hast du hier für Sachen? Also hardware-technisch natürlich, was für eine Maus benutzt du, was für ein Sessel hast du, was für ein Greenscreen hast du, was für Bildschirm hast du, was für ein Headset ist das? Sowas schreibt ihr mir immer oder fragt mich immer und deswegen habe ich gedacht, hey, machst du da mal so eine Serie und da stellst du einfach einzeln immer vor, was du hast. Und ihr seht schon, wir haben hier ein Paket, deswegen fangen wir auch gleich damit an. Das habe ich nämlich rausgesucht. Die Maus ist das erste Schmuckstück. Ich werde erstmal allgemein so ein, ja, das Ganze von mir hier zeigen. Das bedeutet, ich filme das Ganze mit der Webcam. So. Und zwar habt ihr erstmal hier den Greenscreen hinter mir natürlich. Den seht ihr meistens nicht. Das ist mein Stuhl. So, da haben wir gleich das Paket für diese wunderschöne Maus. Um diese Maus wird sich auch das heutige Video handeln. Meine zwei Bildschirme, die Webcam, die normalerweise hier oben drauf ist, ist bei mir gerade in der Hand. Mein Mikrofon, meine Tastatur. Hier so ein kleiner Zettel, muss ich euch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob der Autofokus das jetzt auffängt. Und zwar stehen da sechs Namen drauf: Jax, Brom, Kaylee, Yasuo, Leblanc und Kasselin. Ihr könnt ja mal überlegen, was es sein könnte. Sage ich euch nicht. Meine Controller, mit denen ich zum Beispiel Dark Souls gespielt habe, was das hier für ein schönes Schmuckstück ist, zeige ich euch auch noch. Was das hier ist, werdet ihr auch noch erfahren. Natürlich was zu trinken und ja, kennt ihr solche Riesenschlangen? Schmecken lecker. Muss immer sein, ein bisschen zum Zocken, eine kleine Soundanlage. Und ja, das ist so, sage ich mal, mein Schreibtisch. Schmeckt das gut, ne? Ich muss, wenn ich am PC bin, muss ich immer essen. Ich weiß gar nicht, habe ich schon mein Headset gezeigt? Da ist mein Headset. Deswegen, Leute, fangen wir mal mit der Maus an. Mit dieser hier. Jo, Leute, diesmal aus dieser Sicht. Hier haben wir das schöne Stück. So sieht das Paket aus. Wir können es natürlich aufklappen. Also, wenn ihr euch kauft, im Laden sieht das so aus. Da könnt ihr sogar mit der Maus nochmal oder mit der Hand drauf fassen, auf die Maus gucken, ob die für euch vielleicht zu klein, zu groß ist. Für mich war die perfekt. Außen stehen noch mal ein paar Details. Ich kann mal vorlesen. 4000 DPI, also Dots per Inch. Ich brauche maximal 1800. Damit bin ich vollkommen zufrieden. Easy Shift, das ist sozusagen von der, ja, Rocket Cone Pure, so ein Zusatzeffekt. Werde ich gleich mal erklären. Ein Multicolor, das kann ich euch auch noch mal zeigen. Hier habt ihr das, oder hier ist die Maus, ne? Und ihr seht da hinten dieses Logo. Ich muss das so halten, weil sonst blendet das Licht. Das leuchtet immer wieder. Und diese Farbe kann man individuell einstellen. Zeigen wir auch gleich alles noch in der Software. Ja, und was für mich persönlich, es gibt also zwei Sachen, die super wichtig sind an der Maus. Erstens, dass diese Maus oder dass meine Mäuse, die ich benutze, an der Seite diese zwei Tasten haben. Also, das ist für mich super, super wichtig. Ganz einfach, ich habe nämlich so viele Sachen auf diesen Tasten, die ich unbedingt benötige. Und dass meine Maus unbedingt Makros machen kann. Wieso, erkläre ich auch. Ja, erkläre ich euch gleich auch. Wir schauen mal in die Software rein. So sieht das ganze Softwarepaket aus. Rocket, hier haben wir die Cone Pure, Maus Settings. Hier oben haben wir die Sensitivity Options. Ist halt also, um die Mausgeschwindigkeit zu ändern, ob schneller, langsamer. Dann haben wir DPI-Switcher. Hier kann man nämlich fünf verschiedene Stufen einstellen. Und wenn man jetzt auf der Maus, also hier nochmal die Cam, wenn ihr jetzt hier auf der Maus diese beiden Tasten benutzt, also da sind die zwei DPI-Tasten, könnt ihr zwischen diesen Profilen hin und her wechseln. Also ich lasse das bei mir immer auf 1800. Ich brauche das nicht, aber es kann sein, wenn ihr zum Beispiel auf Windows selber gerne eine langsame Maus mögt und dann Call of Duty zockt zum Beispiel und eine schnelle Maus benötigt, könnt ihr immer mit diesen DPIs hin und her switchen. Brauche ich selber nicht. Dann haben wir hier natürlich Profile, die man machen kann. Also ich habe jetzt mir ein Profil zugelegt, mehr brauche ich nicht. Gehen wir mal hier ins Button Assignment und zwar sehen wir schon, die Maus hat neun Knöpfe. Belegt ist ganz einfach, die ersten beiden Tasten kann man nicht belegen, aber ab dort aus könnt ihr das individuell belegen, wie ihr wollt. Das ist für mich ganz wichtig. Aber da muss man noch dazu sagen, bei der Rocket ist das erste Mal, dass ich die Maustaste 5 anders belegt habe. Und zwar hat die diese Easy Shift Funktion, die wir eben schon angesprochen haben. Die erlaubt es uns nämlich, wenn wir diese Taste drücken und dann eine der anderen Tasten drücken, die wir hier haben, dann können wir uns wieder neue Sachen, ja, ich sag mal, belegen, ja. Ich mache jetzt zum Beispiel Musik an und jetzt hört ihr ein bisschen Musik.
Ich hoffe, die ist nicht zu laut. Falls sie zu laut ist, ändere ich das einfach. Und zwar habe ich jetzt belegt, dass bei mir auf der Taste 16, also das ist Mausrad nach unten scrollen. Das bedeutet, wenn ich jetzt die Maustaste 5 und nach unten scrolle, hört ihr, die Musik wird leiser. Wenn ich das jetzt wieder hoch scrolle, dann wird die Musik lauter. Und genau dasselbe kann ich zum Beispiel um den ganzen Sound zu muten. Das heißt, wenn ich einfach da drauf drücke, ist der ganze Windows-Sound gemutet, falls mein Telefonat kommt oder wenn ich schnell mal alles muten will, ohne dass ich dann immer hin aufs Desktop gehen muss oder so, sondern ich kann das einfach frei aus dem Spiel machen. Eine super geile Idee. Benutze ich auch. So, pausieren wir mal die Musik. Dann ist für mich, wie gesagt, zusätzlich, dass ich diese Seitentasten habe, diese Maustaste 4 und Maustaste 5. Wieso? Kann ich euch sagen. Bei Dota habe ich da drauf zum Beispiel belegt, dass ich mit diesen beiden Tasten schneller skillen kann. Das bedeutet, ihr denkt jetzt für euch vielleicht, okay, er kann schneller skillen, ist doch Schwachsinn, das mache ich mit Klicks, aber da sind auch Millisekunden oder Sekunden sogar, die ihr verschwendet, die ihr im Kampf vielleicht gar nicht habt. Wenn ihr mitten im Kampf seid, ein Level-Up habt, dann zack, könnt ihr mit zwei Tasten sofort euch ableveln. Genauso wie bei Counter-Strike Global Offensive habe ich auf Maustaste 4 habe ich mit meinem Team reden gebindet. Das heißt also, ich muss während des Spiels einfach nur die Maustaste 4 drücken und ich kann sagen, ey, die sind B, kommt mir bitte zur Hilfe. Ja, dann aber, bei DayZ ist es ganz tricky. Bei DayZ habe ich mich was ganz anderes drauf gebindet. Und zwar kann man hier den Makro-Manager öffnen. Ihr kennt das ja bei DayZ, ihr läuft, ihr müsst immer wieder laufen. Also DayZ ist ja so ein Simulator und da läuft man mal gerne ein bisschen länger, ja. Das heißt also, ich könnte mir zum Beispiel stumpf hingehen und ein Makro binden, dass ich immer die W-Taste gedrückt halte. Ich habe mir aber was anderes gemacht, denn die DayZ-Spieler unter euch, die wissen, es gibt so einen Turbo-Bug, den man, ja, Bug kann man nicht sagen, ist ein, ja doch, man kann sagen, ist ein Bug, aber er ist erlaubt auszunutzen vom Entwickler. Ist halt von manchen Servern unbeliebt, aber ist erlaubt auszunutzen. Deswegen habe ich mir so ein DayZ-Makro zugelegt und immer wenn ich jetzt die Maustaste 5 drücke, also ihr seht schon, dann wird immer wieder wiederholt, dass ich meine Taste W drücke und wieder loslasse und das mit einem Abstand von 0, oder von 15 Millisekunden. Das ist verdammt wenig und wer weiß, also wer von euch weiß, wie Turbo funktioniert, man nutzt das in dem aus, dass man immer, also man läuft einfach mit der dreifachen Geschwindigkeit, kann man sagen, und man muss nicht mal W gedrückt halten, sondern man drückt einfach Maustaste 5 und man läuft mit der dreifachen Geschwindigkeit immer geradeaus. Das ist ganz cool, wenn man nebenbei noch ein bisschen am Essen ist oder wenn man kurz in die Küche muss oder wenn ein Zombie verfolgt, man weg muss. Ganz einfach, man drückt auf die Taste und läuft weg. Deswegen ist für mich auch extrem wichtig, dass meine Mäuse diese Makrofunktion haben und diese Tasten dazu haben. Ja, dann kommen wir auch schon in den nächsten Reiter, das Advanced Control. Hier auch wieder ein super geiles Feature. Und zwar kann man die X- und Y-Achse von den Mäusen einzeln einstellen, so die Sensitivity. Das ist super geil gemacht. Habe ich noch nicht wirklich bisher benutzt. Aber ich kenne es damals, wo ich in Call of Duty 4 in der ESL gespielt habe. Hat man das, oder hätte ich sowas damals gehabt, dann wäre ich bestimmt besser gewesen, weil mich hat das immer so aufgeregt, dass die Sniper, dass ich zur Seite schneller scrollen konnte als nach oben, nach unten. Und so kann man das individuell besser anpassen. Mega cooler Effekt. Dann kann man hier die ganzen Sounds machen, also wenn ich das anhabe, dann wird jedes Mal, wenn ich Profil switche oder DPI verändere, einfach kurz Bescheid gesagt sozusagen und sagt, so, man kann sogar einstellen, was für eine Stimme, ob eine weibliche Stimme oder männliche Stimme, braucht man nicht, weil wir ja aufnehmen, das würde stören. Ja, sonst, die anderen Sachen finde ich eher unwichtig. Kommen wir zum Color Control und das ist wieder eine super Sache, wie ich am Anfang gesagt habe. Man kann zum Beispiel einstellen, dass dieses Logo hinten, ich zeige es nochmal in die Cam, so, hallo, da, ich zeige es nochmal in die Cam, dass dieses Logo, ja, entweder dauerhaft leuchtet, immer wieder blinkt, wie es bei mir eingestellt ist, oder komplett aus ist. Ich finde das immer wieder blinken geil, und zwar in der Farbe Rot. Ich habe auch mal die anderen Farben probiert, so blau, grün, aber ich finde Rot wirklich am besten. Vor allem geil ist es nachts, weil ich lache ja öfters mal gern meinen PC an. Und ja, wenn, also ihr wisst ja wegen Uploads, und wenn dann mal auf der Decke auf einmal so immer wieder so ein rotes Licht erscheint, sieht schon verdammt geil aus. Die anderen beiden Reiter muss man nicht ansprechen, also einmal RID und Update Support sind selbsterklärend. RID ist einfach so Statistik, wie oft ich welche Tasten gedrückt habe, und Update Support ist einfach, wenn es Update ist, kann ich das mir dort saugen. Hier haben wir noch so Sprachen und fertig.
Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben oder kommentiert das Video. Wie hat euch dieser ganze Stil gefallen? Also, dass ich das so einzeln erklärt habe und ganz drauf eingegangen bin? Oder soll ich das einfach nur oberflächlich erklären? Also zum Beispiel die Makros und so einen Müll weglassen, was ich selber in DayZ benutze und einfach sagen, so, das hier ist meine Maus, das ist meine Tastatur, das ist mein Headset, fertig. Oder soll ich, wie ich gerade gemacht habe, auch meine Meinung dazu sagen? Und ja, wenn euch die Maus interessiert, unten ist ein Link in der Beschreibung, da findet ihr die Maus. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!